Hallihallo, meine Lieben, ich begrüße euch endlich zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo wir waren oder wie irgendwas funktioniert. Und ich will die ganze Zeit die Schultertaste von meinem Controller drücken, um damit zu bestätigen, weil wir auf dem N64-Emulator Mario Party gespielt haben. Das ist auch ein Hardcore-Spiel auf jeden Fall. Und da habe ich, ja, da war halt die A-Taste, ne? Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall, genau, wir hatten Kapitel 1 fertig. Und weiter geht's in den unterirdischen Höhlen. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Wir sind in der letzten Folge ganz am Ende in so einen Baum hineingesprungen, in den Deku-Baum, geschrieben mit H irgendwo dazwischen. Nicht wie der Deku-Baum aus Zelda. Ja. He is becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing. But there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight, but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear, as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Weiß ich nicht, ob die Alte noch zu retten ist, oder? Naja. Wow, es lädt mega langsam gerade. Normalerweise ist es immer fertig, bevor der Text zu Ende gesprochen ist. Fand ich übrigens schön, wie ein Freund von mir gesagt hat, dieser Mann könnte auch Telefonbücher vorlesen und er würde es sich anhören. Stimmt. Meine Fresse. Lords auf Ladebalken, der Alternativtitel zu diesem Spiel. Komm schon, ey. Ohne Witz jetzt. Gleich? Ja. Aha. Ich weiß überhaupt nichts mehr, übrigens. So, also hau ich... Oh, jetzt habe ich ein Messer geworfen. Naja, ist egal. Wie gesagt, ich habe keine Peilung mehr, wie hier irgendwas ging. Die ganze Zeit das Bedürfnis, die Schultertasten zu drücken. Hier sind einige gewesen und verreckt. Das ist schön. Das macht mir Mut auf jeden Fall. So stürzt man in den Tod. Gut, das weiß ich schon mal. Kann ich hier irgendwie. Achso. Aha. Sieht doch schon anders aus. Drücke A, um vorsichtig rückwärts zu springen. Kann man vorsichtig springen? Noch mehr geba... Gabriel, dreh dich nicht um! Oh Gott. Wie er das nicht merkt! Jetzt um. Ist aber... Oh, fuck! B. The fuck? Ja, hau sie kaputt! Der holt gleich einen Staubsauger raus. Ich kann nichts mehr, ich weiß doch nichts mehr. Kann ich hier sowas irgendwie? Nö. Jetzt habe ich irgendwie meinen Schüsselabhäng da unten eingesetzt. Ich habe keine Ahnung mehr. Du bist vergiftet. Aktiviere Lichtmagie, um den. Vergiftungserscheinungen entgegenzuwirken. Okay. Aha, das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich mich mit diesem Licht gedöhne. Was muss ich drücken? Ah. Nein! Du frisst mich nicht. Okay, ist tot. Cool. Wow. Ja, ich meine, im Deku-Baum habe ich ja beinahe mit einer Spinne gerechnet, ne? Wie kriege ich die denn nochmal hier? Nö, so nicht. So auch nicht. Ja, ist auch egal. Gut, cool. Wo sind wir jetzt hergekommen? Von da, wir sind ja über die Wand ge... Ah ja. Hui! Wie gesagt, die Steuerung, ohne Scheiß, ich kann das jetzt auch noch tausendmal sagen, aber es wird nichts bringen. Oh... Das wird mir wahrscheinlich jetzt den Hals brechen, dass ich es nicht mehr kann. Ich weiß nicht so ganz, wo ich hin möchte. Muss ich schwingen? Konnte ich schwingen? Ach so, ich kann hier einfach
runter? Sehe ich das richtig? Ja. Was? Oh, fuck. Wirbel! Zwirbel! Ja, so mag ich meine Gegner am liebsten. Aufgematscht. Was ist das für ein fieses Geräusch? Oh, ich war gerade... Was ist das für ein fieses Geräusch? Ich bin vergiftet. Tickt das immer noch? Nö, 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 nö. So ist alles cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die spawnen hier nach. Ohne Ende. Stimmt, ich könnte mal durchwerfen. Einfach, weil ich es kann. Oh. Wow. Ich konnte die Dinger doch irgendwie einsammeln, aber wie? Ich weiß es nicht mehr. Autsch! X, 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 X. Ach so, ich war... Hab ich gar nicht gesehen. Mich eingesponnen. Ist sie tot? Ja, die ist tot. Ui, 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 ui. Ah, hier liegen Dolche ohne Ende. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja von da gekommen. Kann ich hier irgendwie... Ja, kann ich. Was ist denn hier? Geht's hier weiter? Oh, ich hasse das mit den... Wenn's dann mal zwei, drei Wege gibt, dann weißt du nie genau... da ist eine Kante zum Klettern. Das war keine Kante zum Klettern. Das ist eine Kante zum Klettern. Und wo geht's dann hier hin? Hier rum, ums Eck. Hui! Ich möchte ja gerne Secrets finden und so. Ja, so ging das einfach. Okay, war jetzt nicht so schwer. Kann ich mich fallen lassen? Ja. Nee, einfach nur runter. Ja, okay. Ich weiß halt jetzt nicht, welcher von beiden der richtige Weg ist, ne? Das hat schon mal gespeichert. Kann ich das kaputt machen? Nö. Kann ich das sonst irgendwie aktivieren? Hallo? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich fürchte fast, das hier war der richtige Weg. Ach, ist egal, wir gehen weiter. Vielleicht führen auch beide Wege hierher. Hm. Kann ich nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich könnte ich es und ich habe es nur verpeilt, wie es geht. Hier sowas, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Uah. Da ist eine Hand oben in der Decke. Seht ihr das? Uiuiui. Da drüben liegt einer. Schön, kann ich da rüber? Ach, hier ist eine... Was ist denn das hier? Kann ich da... Nee. Da lässt das Spiel mich auch gar nicht. Kann ich hier irgendwie mit meinem... Wow! Fuck. Man kann also über Kanten fallen. Interessant. Okay, hm. Ich komme mich jetzt so nicht durch. Aha, was kommt... Wo kommst du denn her? Ich würde gerne die... Ach, warte, 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 warte. Stimmt, ich muss wahrscheinlich deren Bomben nutzen. Richtig? Ging das nicht mit RT? Oh, wenn man die Steuerung nicht mehr weiß, ne? Ich weiß es nicht mehr.
Ach, RT ist der hintere. Ich bin doof. So funktioniert das. Es gibt ja zwei Schultertasten, ne? Da könnte man ja auch mal beide benutzen. Das wäre ja natürlich zu einfach, deswegen lassen wir das. So, werf doch mal hier deine Aua, nicht auf mich. So. Den Scheiß schon mal offen. Jetzt möchte ich aber hier meinen... Das da möchte ich gerne haben. So, das macht die Sache doch schon ein bisschen einfacher jetzt. Ja, ich weiß, dass ihr noch da seid. Ihr werdet auch nicht verschwinden, deswegen gehe ich jetzt einfach. Ach, guck mal, hier liegt einer. Einen Runensteinschlüssel gefunden. Hä? Cool. Okay. Die brauche ich offenbar. Zwei Stück davon. Das ist schlecht. Ich gehe mal zurück. Mann. Oh. Wahrscheinlich kann ich den hier irgendwie benutzen. Du musst dein Kampfkreuz ausrüsten, um dieses Totem durchzusägen. Komm zurück, wenn du an deinen Talenten gefeilt hast. Aha. Okay. Ich gehe mal eben dahin, wo wir gegen die... Da ist auch noch. Kann man da runter? Nein, natürlich nicht. Ich könnte aber mal... Moment. Wie war denn das hier so, ne? Genau, Talente. Gucken wir mal. Fortgeschrittene Techniken. Ich habe 750. Kann ich mir irgendwas Lustiges leisten? Flächengegenschlag, Kettenbarriere, Kreiskette, Bodenfräse. Puh, ich könnte auch einfach noch ein bisschen sparen, ne? Im Moment geht es ja auch so. Ich glaube, mache ich auch. So, ich möchte aber gerne mal eben... Wo haben wir denn gegen die Spinne gekämpft? Hier, ne? Glaube ich. Ne. Irgendwie nicht. Ich kann doch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, dann hätte ich das da hinten auch machen können, glaube ich. Okay. Och, Gabriel, jetzt bist du fast drüben. Aha. Und gibt's hier was für mich? Was Tolles? Scheinbar nicht. Aber ich kann hier weitergehen. Im Ernst, ich würde doch nie auf die Idee kommen. Halten. Gabi? Gabi, ohne Scheiß jetzt. Ja, ich kann doch nicht mehr als nach links steuern. Oder muss ich nach... Muss ich gerade... Nein. Guck mal, jetzt hier, galant wie... Wow. Alter. Ach, noch eine Spinne. Ich bin vergiftet. Mal wieder. Autsch. Ich weiß, dass ich vergiftet bin oder so. Wow, es ist kein Gift, das ist was anderes, oder? Ohne Witz, ich weiß nicht mehr, wie man die einsammelt. Naja, muss auch so gehen. So, was haben wir denn hier dafür gekriegt jetzt? Nix. Was ist das? Ein Dolch? Eine hübsche Anhäufung. Da ist wahrscheinlich ein Dolch drin. Natürlich ist da ein Dolch drin. Hier geht's hoch. Um genau zu sein, geht's hier hoch. So. Links. Dum-di-dum-di-dum. Hoch. Ja, jammer mal nicht rum. So, weiter.
Aha. Whee. Oh, fuck. Ja, ich muss im richtigen Moment loslassen. Schon kapiert. Whee. Nee, wieso nicht? Ach, abspringen. Whee. Okay, so geht's auch. Hallo. Okay, jetzt habe ich den zweiten. Gut. Zwei Stück brauche ich. Die brauche ich wahrscheinlich da. Kann ich da direkt... Nein. Ich kann mich auch nicht hier irgendwie... Nö, kann ich nicht. Gut, da muss ich irgendwie zu Fuß hinkommen. Ja. Okay. Gut, 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 gut. Alles cool. Jetzt muss ich wieder über die Dinger hier zurück, ja? Boah. Beim ersten ging es ja noch, beim zweiten hat er sich so angestellt. Ja, ja, ei, ei, ei. Guck mal, geht doch. Alles, alles gut. Alles cool. Mensch. So. Sind wir da schon mal drüben wieder? Was bist du eigentlich? Kann ich mit dir reden? Nee. Man weiß ja nie. Ich hoch? Nein. Es sieht immer aus, als könnte man irgendwo hoch, aber das ist also die... Nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie so, boah, warum erkundet sie denn da nicht mehr oder so. Es geht nicht. Hier ist nichts zum Erkunden. Das ist wirklich ein vorgefertigter Pfad. Der ist optisch sehr schön verpackt, finde ich. Also es ist wirklich so gemacht, als könnte man. Das ist fürs Auge ganz schön, fürs Gefühl allerdings nicht. Also mir wäre es echt lieber, man könnte hier so ein bisschen freier. Weil... Sobald man es nicht kann, hat man halt auch das Gefühl, man verpasst irgendwas. Ach, hier geht's ja doch runter. Das ist ja das hier. Richtig. Okay, da muss ich mit meiner Kette durchsägen. Das kann ich nicht. Hier bin ich ja ursprünglich hergekommen, richtig? Weiß ich nicht. Kann sein. So, dann war das hier. Ich glaube, da war nämlich auch so ein Spinnennetz. Was ich vorhin einfach nicht gecheckt habe. Ja, doch. Ich könnte hier natürlich ein bisschen leveln und so, aber eigentlich ist es nicht notwendig, deswegen lassen wir das. Ich wollte hier nochmal gucken, ja genau, da kann ich nämlich auch rüber. Deswegen hatte ich da auch das, dass ich da bin ich gar nicht von der Kante gefallen. Sondern da drauf getreten wahrscheinlich und hab's nicht gecheckt. So, hallo mein Freund. Da geht's auch weiter. Schriftrolle, bla. Wohin ich auch blickte, überall warten Tod und Zerfall. Oh, wohin ich auch blicke, ich wollte gerade sagen, das passt zeitlich alles nicht. Gott hat uns verlassen. Ich habe meine Mission aufgegeben, die Lage ist hoffnungslos. Ich will nicht sterben, will nicht wie meine Ordensbrüder enden und am Wegesrand liegen bleiben, damit der nächste Abenteurer, der vorbeikommt, sich an meinen Sachen bedienen kann. Ich will nicht, dass mir dieses Schicksal ereilt. Kein Problem, ich habe nur deine Schriftrolle genommen. Mehr ist nicht passiert. Ruhe in Frieden. So, weiter geht's hier. Wow! Wir stolpern ein bisschen besoffen über dieses Ding. Ja, doch. Mensch, Gabi. Oh Mann. Das geht ja immer so weiter. Ich dachte, ich musste zu dieser Tür. Die war doch irgendwie... Na, vielleicht gut, vielleicht führt sie... Ach, da ist sie. Okay. Kann ich da rüberspringen? Kann ich. Und was haben wir hier? Kann ich da wieder zurück? Hätte ich da eventuell... Ach man. Hätte ich da einfach... hochklettern können? Oder ist hier oben noch was anderes? Ich habe keine Orientierung. Oh, guck mal, hier ist noch einer. Und noch eine Schriftrolle. Ich bin der Fährte von Rinaldo Gandolfi gefolgt, dem berühmten Alchemisten und Angehörigen der Bruderschaft des Lichts. Ich weiß nicht, was ihn dazu brachte, den Orden zu verlassen oder wieso er in die Wildnis verschwunden ist, aber wir hätten in diesen finsteren Tagen sicher Verwendung für seine Fähigkeiten, so viel steht fest. Es heißt, dass er viele magische Waffen und Relikte schuf und dass er sie an Orten versteckte, die nur schwer zu finden sind. So schwer, dass es den entschlossensten und verdienstvollsten Individuen vorbehalten bleibt, sie aufzuspüren. Ja, mir. Ich werde die Klamotten da schon finden. Wo geht's denn hier hin? Hoppa.
Jetzt habe ich das Gefühl, hier bin ich falsch. Weil es so ist, das ist der Rückweg. Ach, herrlich. Na. Zurück kann ich den Weg natürlich nicht nehmen, weil der Greifhaken nicht sichtbar ist. Wie, keine Pisser mehr, die mir hier irgendwie an die Kehle möchten oder so? Nett. Dann kann ich ja mal hier das mitnehmen. Wenn das schon so nett ist und sich wieder aufgeladen hat in der Zwischenzeit. Und jetzt muss ich hier wieder rüber. Oh, wie spannend. Schöne ist, dass ich die ganze Folge damit verbracht habe, hier nur rumzulaufen. Und ja, deswegen, die 20 Minuten sind schon wieder rum. In der nächsten Folge geht's dann weiter hier vor diesem Tempelchen, beziehungsweise hier in diesem Dornengestrüpp und dann auf dem Weg in das Tempelchen, ne? Also bis zur nächsten Folge, eure Säcki. Tschüss!